gut, allerseits. Herrschaften, Markus Kafka mein Name. Und ich bin hier noch in Leipzig im Werk 2, denn hier fand sie statt. Die Talkshow des Todes im Rahmen der Veranstaltung Stadt der Sterblichen 2019. Ich hatte hier 4 wunderbare Gäste, Jennifer Sonntag, Ronald Reng, Nikolas Müller und Erik Wrede, und habe mit ihnen wirklich 2 Stunden über die Themen Tod, Depression und Suizid gesprochen. Und ob man es glaubt oder nicht, es wurde auch viel gelacht. Und das ist auch genau richtig so, denn was wir alle wollen, ist, dass man diese Tabuthemen raus aus ihrem dunklen Eckchen holt und dass man einfach drüber spricht. Weil reden drüber ist der erste Schritt, das Thema überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen und Menschen zu ermutigen, auch darüber zu sprechen, wenn sie selbst unter Depressionen leiden. Das ist der Ansatz der Sendung. Und jetzt könnt ihr euch die Gespräche gerne angucken. Den Anfang in der Talkshow des Todes macht für euch jetzt Ronald Reng. Ronald, mit dir legen wir los. Kurz ein paar Worte zu dir. Du arbeitest schon sehr lange als Sportreporter, Sportjournalist und Schriftsteller. Hast lange in München gelebt, bei der Süddeutschen Zeitung unter anderem geschrieben, auch für die Taz. Du hast dann in Barcelona gelebt und bist jetzt mit deiner Familie in Südtirol. Wenn ich dich kurz mal vollschleimen darf, du warst einer meiner absoluten Lieblingsschreiber bei der SZ. Nur deinetwegen habe ich die SZ am Montag abonniert, weil ich deine Spielberichte lesen wollte. Ja, das ist Ronald Reng. Und darüber hinaus hast du natürlich mehrere preisgekrönte Sportbücher geschrieben. Dein neues ist gerade erschienen, Miro, die Biografie von Miroslav Klose. Und eins deiner Bücher, das du geschrieben hast, über das wir heute ausführlicher natürlich sprechen wollen, ist über deinen guten Freund Robert Enke. Ein allzu kurzes Leben. Robert Enke, der sich 2009 das Leben genommen hat. Zuge einer klinischen Depression. Wenn wir zum Einstieg erstmal vielleicht klären, was waren denn deine Beweggründe letzten Endes, warum du das Buch geschrieben hast? Ja, ich wollte das Buch mit Robert eigentlich, wir wollten ein ganz anderes Buch schreiben. Also wir hatten uns das zu seinen Lebzeiten schon vorgenommen. Entstanden war das eigentlich aus einer Verlegenheit von mir. Ich hatte ihm mal eines meiner Bücher geschenkt und dann kam er zurück mit dem Kompliment, das ist ja ein super Buch, und wie so oft bei Komplimenten wusste ich jetzt nicht, was sagen, und habe dann einfach aus der Verlegenheit heraus gesagt, ja, irgendwann schreibe mal dein Buch. Ich dachte, ich mache einen Scherz, und ich habe gemerkt in seinem Gesicht, der nimmt das aber ernst. Und er hat mir dann auch immer wieder gesagt, zwischendurch, ich mache mir auch Notizen für unser Buch. Und ich dachte immer so, puh, hoffentlich gibt seine Karriere wirklich mal was her für ein Buch. Und dann leider am 10. November 2009 habe ich dann auf drastische und brutale Art gemerkt, welche Art Buch ihm vorschwebte. Da habe ich nämlich durch seinen Tod herausgefunden, dass er an Depressionen litt. Ich wusste das also nicht. Und danach, irgendwann in den Monaten danach, kamen dann seine Frau und seine 2 besten Freunde zu mir und haben mir gesagt, Ronny, dieses Buch hat Robert, die Idee dieses Buchs hat Robert viel bedeutet. Gerade in seinen klinischen Depressionen, weil er das Gefühl hatte, er würde gern über seine Krankheit das hinausschreien. Und da war immer so diese Idee, ich kann das ja nicht, weil ich bin Deutschlands Nummer 1, der Rückhalt der Nation im Tor, das darf keiner wissen. Aber irgendwann, wenn meine Karriere zu Ende ist, da kann ich dieses Buch schreiben und da kann ich endlich das alles raushauen. Und auch diese Notizen, von denen er geredet hat, die er sich gemacht hat, das war am Ende dann ein Tagebuch während seiner Depressionen. Und dann stand ich eben da und konnte seiner Frau und seinen besten Freunden jetzt nicht sagen, nee, ich schaffe das nicht, dieses Buch zu schreiben. Also ich habe das eigentlich mit so einem Würgen im Hals begonnen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen. Und gleichzeitig war ich immer noch sehr verwirrt von seinem Tod. Ich habe versucht zu verstehen, warum bringt ein Mensch, den ich glücklich erlebt habe, sich selber um? Was passiert da in dem? Und so habe ich das Buch begonnen, war auch dann eine Suche für mich selber, diese Krankheit zu verstehen. Und das war dann für mich eigentlich auch die Entschuldigung, wo ich für mich selber, die Rechtfertigung von mir selber, okay, ich muss dieses Buch jetzt schreiben und dann möchte ich es aber so schreiben, dass vielleicht dann die Leute nachher sagen, jetzt verstehe ich, was in einem depressiven Menschen vorgeht. Das war so für mich der Anreiz, aber es waren definitiv nicht die 10 lockersten Monate meines Lebens, als ich das Buch geschrieben habe. Also ich habe im Nachhinein gemerkt, wie ich selber sehr verbittert war eigentlich in den 10 Monaten und eigentlich auch teilweise ja bösartig wurde gegenüber anderen Leuten. Ja. Die Erleichterung kam dann eigentlich erst
im Nachhinein, auch muss man sagen, als ich gemerkt habe, es kommt bei den Leuten an, die Leute erlauben mir nachträglich sozusagen, dass ich dieses Buch hatte schreiben dürfen. Das heißt, du hattest persönlich auch vorher noch gar keine Berührung mit dem Thema Depression und Suizid? Genau. Also ich habe im Nachhinein habe ich Robert depressiv erlebt, 2003, 6 Jahre vor seinem Tod, das erste Mal. Hatte aber keine Antennen dafür. Nicht, weil ich es wie viele Leute vielleicht weggeschoben hätte, das Thema, sondern ich würde sagen eher aus der Arroganz der Jugend heraus. Also jemand, der sich selber im blühenden Leben wähnt und das Gefühl hatte, das geht mich ja alles nicht an, das kann mir ja nichts passieren. Habe ich mich deswegen damit nicht beschäftigt. Im Nachhinein gab es Erlebnisse mit Robert, wo ich dachte, der ist aber komisch, was ist denn mit ihm los? Also ich erinnere mich an einen Tag, da hat er beim FC Barcelona gespielt, abgeholt und wir saßen nach dem Fußballtraining von ihm in so wunderbaren Sofas beim Verein FC Barcelona. Hinter uns hingen teure Gemälde, die der Verein da hingehängt hatte. Und ich habe, ja, es war ein lockeres Gespräch, ich habe ein paar Witze gemacht auch und er hat schon noch auf die Witze reagiert, aber in seinem Gesicht bewegte sich nichts mehr. Also sein Gesicht war wie eine Maske und ich dachte mir, ist ja komisch. Und habe mir das dann versucht zurechtzureimen, seinem Verhalten. Habe gesagt, naja gut, ist ja krass, ist er so traurig, nur weil er bei Barca Ersatztorwart ist. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass das ein klassisches Symptom von Depressionen ist, dass derjenige nicht mehr in der Lage ist, Gesten zu zeigen, dass wirklich das Gesicht versteinert ist. Und auch Momente, wo er einfach extrem bedrückt war, wo man das Gefühl hatte, banal gesagt, er ärgert sich auch über alles, habe ich ihn erlebt und das war im Nachhinein auch dann, wo ich sage, ah ja, das natürlich, das erklärt seine Krankheit, dass er in dem Moment nicht mehr in der Lage war, Freude auszudrücken, Empathie zu zeigen. Und das kam, wie gesagt, alles nachher, weil er das Gefühl hatte, und ich glaube, das ist sehr typisch für Depressive, das Gefühl hatte, ich kann doch keinem zeigen, dass ich unter dieser Krankheit leide. Also ich stelle mir das so vor, dass derjenige so selber spürt eine Art Kontrollverlust über sein Gehirn und wir halten uns ja alle selber für sehr rational und in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, ich kann mein Gehirn nicht mehr richtig kontrollieren, versuchen wir das nicht zuzugeben. Ne? Und deswegen hat er versucht, das vor vielen wegzuhalten, auch vor seinen engsten Freunden eben. Ich weiß noch, als das passiert ist, die ersten reflexartigen Reaktionen waren wie üblich in solchen Situationen, dass man sagt, so Moment mal, der war deutscher Nationaltorwart, extrem erfolgreicher Sportler, hat eine glückliche Familie, ist glücklich liiert, verheiratet. Und wieso bringt der sich um? Gab es bei dir auch Gedanken, die so in die Richtung gingen, bevor du dich mit dem Thema tiefer auseinandergesetzt hast? Ja, natürlich. Also bezeichnend ist vielleicht die letzten 3 Monate seines Lebens, als er unter tiefen klinischen Depressionen litt, haben natürlich alle in seinem Umkreis, die tagtäglich mit ihm zu tun hatten, zum Beispiel in der Fußballmannschaft, gemerkt, da stimmt was mit ihm nicht mehr. Robert hat sich extrem zurückgezogen. Er war Mannschaftskapitän bei Hannover 96. Er musste sich eigentlich um viele Dinge kümmern. Er hat aber mit vielen Leuten nicht mehr geredet. Und eigentlich alle in der Mannschaft haben das mit, sagen wir mal, weltlichen Dingen versucht zu erklären. Der eine Mitspieler hat gedacht, naja, er hat ja ein Angebot von Schalke 04, wahrscheinlich bedrückt ihn das. Der andere hat sich gedacht, klar, er hat jetzt eine neue junge Tochter, die wird vielleicht die Nacht durchschreien, deswegen ist er gestresst. Und der Spieler, der neben ihm saß in der Kabine, der kam von der Elfenbeinküste, der Konstant Czapka, der hat sich vielleicht gedacht, naja, so sind die Deutschen, die reden nie und die lachen nie. So hat sich jeder das mit weltlichen Dingen versucht zu erklären. Und ich, ne? Hat er gewusst, dass er unter Depressionen leidet? Ja, ja. Also Robert hat es vom frühen Alter an gewusst. Er hatte die ersten depressiven Züge, sagen wir mal, oder vordepressiven Wochen in seiner Jugend schon gehabt, mit 14, 15 und hatte eine erste Angstattacke mit 21, als er zu Benfica Lissabon gewechselt ist und in dem Moment, wo er den Vertrag unterschrieben hat, ist er im Hotelzimmer zusammengebrochen und wollte nur noch weg, wollte fliehen. Also ihm war das sehr bewusst, er hat ja auch ein Tagebuch geführt und er hatte halt versucht, mit dieser Situation umzugehen, wie er es einmal erfolgreich gemacht hatte, 2003. Also er war ja in Behandlung, er hat Medikamente bekommen, er war in psychotherapeutischer Behandlung und dachte, ich muss das nur lang genug verschweigen und mich so durchkämpfen durch den Alltag, dann geht das schon wieder weg. Aber 2009 ist er eben nicht mehr da rausgekommen dann. Und
Konntest du dann so ein bisschen nachskizzieren, wie die letzten Monate für ihn verlaufen sein müssen? Ja, aufgrund seines Tagesbuches, wo die Einträge immer dünner wurden. Das Tagebuch hat er eigentlich auch aus therapeutischen Gründen begonnen. Sein Psychotherapeut hat ihm das geraten und bei seiner ersten Depression 2003 sind das ganz, das sind seitenweise. Also da merkt man wirklich, er versucht sich seine Krankheit vom Leib zu schreiben. Und es sind auch ganz tolle, eindrückliche Beschreibungen, wie er nachts aufwacht und aufs Klo geht, weil er einfach nicht schlafen kann. Schlafstörungen sind auch ein Symptom bei vielen Depressiven. Und wie er dann plötzlich diese Unfähigkeit, noch irgendwas Positives zu sehen, das geht so weit, dass er dann denkt, oh, jetzt geht auch noch der Kühlschrank kaputt, der Fernseher funktioniert nicht mehr. Das beschreibt er alles 2003 sehr gut. Und 2009 werden die Einträge immer dünner. Aber seine Frau und sein Manager oder Berater, der auch ein enger Freund war, die haben ihn natürlich betreut in dieser Zeit 2009. Für die waren das ja auch Grenzerfahrungen. Die haben mir das alles nachher erzählt. So konnte ich mir dann schon ein Bild zusammenreiben und ein Bild machen und auch erkennen, was für ein Laien wie mich ja am Anfang erstmal die wichtigste und schwerste Erkenntnis ist, dass es wirklich eine Krankheit ist. Also ich konnte auch erkennen, okay, wir denken ja immer, ich habe gesagt, wir können unseren Kopf kontrollieren, warum kann der das auf einmal nicht mehr? Und dann habe ich halt gelernt, dass wie bei einem Bänderriss ist eine Funktion des Körpers gestört, sind auch bei einer Depression einfach Gehirnfunktionen gestört in dem Moment. Also die Neurotransmitter, die jetzt laienhaft gesagt in unserem Kopf herumsausen und uns unsere Regungen zuführen, sowas wie Freude, wie Robert macht als Torwart eine super Parade und da müssten die Neurotransmitter an seinem Gehirn melden, Freude, Freude, die funktionieren in dem Moment nicht mehr. Ja. Der spürt nichts mehr. Also ich glaube, das habe ich ja im Nachhinein von vielen Depressiven gehört, das ist so das Urgefühl, ich spüre mich nicht mehr. Und das war bei ihm ganz, ganz ausgeprägt 2009, das war hat ja zu seinem Tod geführt, was ja so das schlimmste Symptom einer Depression ist, diese verstörte Wahrnehmung, der Glaube, ich muss unbedingt mal diese Krankheit endlich loswerden. Also mein Kopf kreist 24 Stunden nur um diese blöde Krankheit, ich will sie loswerden und dann aus der verzerrten Wahrnehmung die irrsinnige Idee heraus, wenn ich mich töte, dann werde ich doch die Krankheit los. Und so war es dann auch am 10. November 2009 bei Robert, also wir wissen nicht, wann er den Schluss tatsächlich gefasst hat, sich zu töten, aber wir haben im Nachhinein bei ihm bemerkt, in den letzten zwei Tagen gab es so eine Gemütsaufheiterung. Da hat er plötzlich wieder gelacht, da schien er wieder locker und das haben die Leute in seinem Umfeld als Hoffnung empfunden, vielleicht geht es ihm jetzt besser. Im Nachhinein sagen viele Psychiater, ist das sehr typisch. In dem Moment, wo schwer Depressive diese aus der verzerrten Wahrnehmung heraus diese Entscheidung getroffen hat, ich töte mich und dann bin ich ja die Krankheit los, da werden sie nochmal glücklich. Also es gibt ein Foto von Robert, einen Tag vor seinem Tod, da strahlt er über das ganze Gesicht und wenn man es anschaut, denkt man, er ist der glücklichste Mensch der Welt. Ja, weil es die lang ersehnte Lösung ist für dieses Ding, das einfach nicht weggehen will. Ja, das Buch, als es dann erschienen ist, dafür hast du mit dem bedeutendsten Sportbuchpreis der Welt bekommen, den William Hill Sports Book of the Year Award. Und abgesehen jetzt von den Kritiken des Buches, wie waren denn die Reaktionen seitens der Betroffenen und der Angehörigen darauf? Haben die sich auch verstanden und abgeholt gefühlt und konntest du da auch entsprechende Hilfestellungen geben? Ich glaube, es hat niemand zu mir gesagt, tolles Buch oder sowas, weil da war niemanden danach. Ne? Also die haben das alle gelesen und da ging es dann mehr um Fact-Checking, sowas, ist das richtig und sonst was. Und so haben wir das alle, glaube ich, sowohl seine Frau Theresa als auch Marco Villa, sein bester Freund oder ich als Schreiber, eher in dem Moment abgespult. Also ich würde mal sagen, die Erleichterung, dieses Buch geschrieben zu haben, die kam dann in den Monaten danach mit den Reaktionen von Fachleuten oder vielen Betroffenen auch, die einfach dieses Gefühl hatten, in dem Buch sich verstanden zu fühlen. Mhm. Weil ich glaube, viele kamen dort mit dem Gefühl zu mir, vielen Dank, dass Sie das Buch geschrieben haben, jetzt weiß ich, dass es ja nicht nur mir so geht. Also das war in dem Sinne so paradox oder vielleicht auch zynisch, es klingt in dem Moment, war Robert, obwohl er sich getötet hat, auch für viele Depressive eine Hilfe zum Arzt zu gehen, es also besser zu machen als Robert, weil es ihnen geholfen hat zu sehen,
ich bin nicht alleine mit der Krankheit. Da ist einer, der eigentlich per se ein extrem erfolgreicher Mensch ist in dem, was er tut, der sehr gut ist, der dazu, das kommt ja dazu, Robert war eigentlich ein sehr feinfühliger Mensch, also jemand, den man eigentlich mag, ein sympathischer Mensch. Und das hat vielen geholfen zu sehen, okay, ich bin kein Freak, ich bin kein schlechter Mensch, ich muss es besser machen als dieser Robert Enke, ich muss mich schnellstens behandeln zu lassen. Und das war dann schon so ein Gefühl von mir selber Rechtfertigung, ja, es war richtig, dieses Buch zu machen. Ich habe, was jetzt den Nachgang betrifft, vor gar nicht allzu langer Zeit ein Interview mit Valentin Marxer gelesen, das war der Arzt, der Psychiater, der Robert damals auch behandelt hat. Und der wurde gefragt, was hat sich denn seit dem Tod von Robert Enke geändert, was den Leistungsdruck bei Profisportlern betrifft und was sich in der Wahrnehmung in der Öffentlichen geändert hat, was eben dieses Thema betrifft. Und er hat gesagt, leider nicht allzu viel. Ist das eine Beobachtung, die du auch gemacht hast? Nee, darüber streite ich mit dem Valentin sehr viel. Also er macht das vor allem aus seiner Warte des sagen wir mal, spezialisierten Sportpsychiaters. Valentin Marx war selber ein Handballtorwart, ein sehr guter. Und er hat halt den Wunsch oder den Glauben, dass Sportpsychiater im System des Profisports aufgenommen werden müssen. Und das ist überhaupt nicht passiert. Und da bin ich ganz klar anderer Meinung zum einen. Also ich glaube, in dem Moment, wo die Psychiater Teil des Systems werden, vertrauen die Sportler denen auch nicht mehr. Weil dann wäre die Angst da, oh, wenn ich mich dem Psychiater öffne, geht der nicht vielleicht zum Trainer und verpetzt mich sozusagen. Also ich glaube, anders als Valentin, glaube ich, die müssen außerhalb des Systems bleiben. Und ich glaube, das spielt bei Valentin viel, viel eine Rolle, dass er selber als Sportpsychiater sich vom System Fußball nicht anerkannt fühlt. Mhm. Also meine Erfahrung ist eine ganz andere in dem Fall, obwohl ich ihn sehr schätze. Ich habe das Gefühl, auch wenn man anschaut, die letzten Jahre nach Roberts Tod, zum einen das Wichtigste, es gibt speziell im Sport ein viel besseres Betreuungssystem für psychische Probleme. Also Robert und seine Frau, die waren ja Autodidakten, die sind ja erst durch Barcelona und dann nachher durch Deutschland gerannt und haben eben einen Psychiater gesucht und wussten nicht, an wen sich wenden. Heute, wenn ein Leistungssportler bei sich selber merkt, ich habe vielleicht Depressionen, ich habe psychische Probleme, dann ist das wirklich für den ein Anruf bei der Robert-Enke-Stiftung Es gibt ein System von spezialisierten Sportpsychiatern, es sind fast 80 in ganz Deutschland. Der wird also innerhalb von seiner Nähe sofort einen Spezialisten finden. Das hat sich massiv verändert, die Betreuung. Und was sich auch, glaube ich, sowohl in der Gesellschaft als auch im Sport sehr geändert hat, ist, so wie wir hier sitzen, Depression ist schon als Krankheit anerkannt. Also auch wenn viele Leute noch Probleme haben, darüber zu reden, was ja auch vielleicht normal ist, wenn man was nicht kennt. Das ist erstmal die Angst vom Unbekannten, wie gehe ich damit um. Aber die meisten Leute wissen doch zumindest, so banal es klingt heute, auch durch Roberts Tod leider, es gibt sowas wie Depression. Und deswegen haben sich auch, Robert, wie gesagt, hat das ja noch versucht zu verstecken oder hatte noch das Gefühl, ich muss verstecken. Wenn wir nur anschauen, wie viele Spitzensportler sich in den letzten Jahren sogar an die Öffentlichkeit gewandt haben. Also Derry Rose, ein englischer Fußballnationalspieler, ein ganz großer Name in England, hat während der Weltmeisterschaft 2018, meine ich ja in Russland, wo er gespielt hat, in England gesagt, ich war übrigens in den 6 Wochen, wo ich gefehlt habe, nicht körperlich verletzt, sondern ich habe Depressionen behandeln lassen. Da gibt es im amerikanischen Basketballspieler, die darüber offen reden. Also da ist doch ein ganz anderes Bewusstsein da, glaube ich, heute, dass das eine Krankheit ist, die zu unserem Leben dazugehört, eine sehr häufige Krankheit. Ich glaube, die Zahlen sind in Deutschland jedes Jahr, meine ich, sind mehr oder weniger 5 Millionen Leute von unseren 80 Millionen sind an Depressionen erkrankt. Also da hat sich doch meiner Ansicht nach ein ganz großer Wandel vollzogen. Wir sind jetzt nicht alle Depressionsfachleute geworden, aber zumindest das Verständnis, das ist eine Krankheit, die muss behandelt werden und die kann auch behandelt werden. Das muss man dazu sagen. Robert ist ja der traurige Extremfall, dass sich jemand selbst tötet. Es ist eine stattliche Zahl. Leider sind 10.000 Menschen, die sich jedes Jahr wegen Depressionen selbst töten. Ich glaube, Verkehrsunfälle sind es nur 3.500 Tote. Aber wenn wir diese 10.000 Toten den 5 Millionen Erkrankten gegenüberstellen, dann sehen wir doch auch, dass 99,995% der Menschen weiterleben und die meisten auch geheilt nach ihren Depressionen weiterleben. Würde ich gerne mal den Punkt in die Runde werfen, weil was mir aufgefallen ist, der ich mich schon lange mit dem Thema beschäftige, ist, dass natürlich in den letzten Jahren Depressionen
alles, was damit zusammenhängt, Burnout und so weiter, sind fast richtige Lifestyle-Themen geworden. Es gibt unzählige Zeitungen dazu, es gibt Riesenabteilungen in Buchhandlungen mit Lebenshilfebüchern zu diesem Thema. Und trotzdem merke ich immer noch zum einen so Berührungsängste mit dem Thema bei vielen Menschen, wenn es darüber geht, darüber zu sprechen. Und ich merke schon noch immer ein Stadt-Land-Gefälle. Mhm. Also in großen Städten sagen Leute ganz offen, ja, ich gehe zu meinem Shrink. Da, wo ich herkomme, aus dem Dorf in Bayern, ganz andere Kiste. Da würde das niemand sagen. Ja, aber vielleicht, wenn du sagst, du kommst daher, darf man im Dorf werden über viele Sachen nicht so geredet wie in der Stadt. Das ist ja, richtig, ja. Stadtluft macht frei, sagen wir seit 500 Leuten, seit 500 Jahren. Da ist in der Anonymität der Masse ist wahrscheinlich vieles leichter als in der kleineren, abgeschotteteren Welt auf dem Lande, denke ich. Wenn ich was ergänzen darf, ich habe mich quasi in Vorbereitung auf heute nochmal so durch die letzten Monate bei uns im Laden gearbeitet und wir haben, glaube ich, dadurch, dass wir ein relativ junges Team sind, das offen arbeitet, einen hohen Anteil an Suiziden, die wir begleiten. Wir begleiten im Monat ungefähr 3 bis 4 Suizide, wo jemand sich das Leben genommen hat, nicht immer nach einer Depression, muss man dazu sagen. Und was ich aber erschreckend finde, wie oft ich mich in Gesprächen wiederfinde, wo mein Gegenüber, das dann ein Angehöriger ist, zum einen diesen Suizid noch leugnet für sich und der nächste Schritt ist, dass ganz häufig geleugnet wird in Bezug auf Dritte, ne, wo dann aus dem jungen Mann, der sich das Leben genommen hat, ein Autounfall wird offiziell. Und wir wirklich mal geguckt haben in den letzten 6 Monaten, die Suizide, die da waren, wie häufig es Angehörigen wichtig war, dass Dritte nicht erfahren, dass das ein Suizid war. Und das hat mich, also ne, wir reden über Berlin, wir reden über eine Metropole, das hat mich schon auch erschreckt, muss ich sagen. Und das hat nicht immer, ne, natürlich hat das teilweise einen religiösen Hintergrund, wir haben auch gerne Moslems, wo das quasi nochmal ähnlich schlimm ist wie bei den Katholen. Aber das hat mich schon auch erschrocken zurückgelassen, wie hoch der Anteil von Menschen ist, die nicht wollten, dass das offen kommuniziert wird nach draußen. Und der Grund war nicht immer, dass sie das selber nicht angenommen haben, sondern habe ich versagt, wenn mein Sohn, mein Partner, mein Vater sich das Leben nimmt. Das fand ich ein bisschen erschreckend. Wie war das für seine Frau, Theresa? Hat die ähnliche Gedanken geäußert? Ja, sie hat ja genau das Gegenteil getan. Sie hat ja einen Tag nach Roberts Tod, 12 Stunden nach Roberts Tod, hat sie sich hingesetzt und eine Pressekonferenz gegeben, weil sie genau das nicht wollte, das Leugnen, weil sie genau raus wollte aus dieser Wolke, in der sie zwangsweise durch Robert 6 Monate lang eingesperrt war. Ja? Ich darf mit niemandem darüber reden, über Roberts Zustand, und der macht dich natürlich als Angehöriger fertig. Also wenn du mit einem Hochdepressiven in der Phase zusammenlebst, der ist, wie gesagt, ja nicht mehr in der Lage, irgendwas positiv zu sehen. Alles kreist nur um diese Aussichtslosigkeit. Und sie wollte ausbrechen und hatte aber auch das Gefühl gehabt, von Anfang an, glaube ich, aus diesem Moment, das darf nicht mehr sein, dass wir als Gesellschaft uns genau das leugnen, das verschweigen. Das war ihre Motivation. Und deswegen bin ich ja sozusagen dann auch für die Leute oft ein Ansprechpartner, die sich öffnen wollen. Deswegen habe ich genau die entgegenteilige Erfahrung wie du. Ne? Das ist bei mir meine Irritation. Ne? Ja, trotz dessen, dass das so gut auch, ne? Also ich weiß, ne, Markus, der bei Freunde fürs Leben engagiert ist, wie viel Öffentlichkeitsarbeit stattfindet, man aber da, wie ich für mich immer entdecken muss, da auch so ein bisschen so eine Betriebsblindheit erreicht hat, dass das draußen, ne, also noch nicht so angekommen ist, wie wir uns das alle wünschen, ne? Also im Sinne von, dass das in den meisten Fällen eine heilbare Erkrankung ist, wie Auswege aussehen können, dass die Scham, die damit zusammenhängt, ich wollte nur sagen, es gibt da nochmal eine Realität daneben, die schwieriger ist gerade. Ich glaube, also was ich feststellen musste, leider auch in meiner eigenen Geschichte und in ganz vielen Geschichten, die ich beobachtet und vielleicht auch begleitet habe, ist, dass dem Menschen zu eigen ist, gerade Menschliches total schambehaftet zu finden. Also es gibt nichts Menschlicheres, als traurig zu sein, als Angst zu haben, als,
als Auswege suchen zu wollen. Und ich glaube, das kann man noch nicht mal klar, leben wir in einer Leistungsgesellschaft, die es noch mal zusätzlich schwierig macht. Wir leben in einer Zeit, in der man wirklich vor allem Möglichen wieder Angst haben kann. Zwischendrin war es mal eine Zeit lang friedlich, jetzt geht's wieder an allen Enden los, dass die Welt brennt. Aber was wirklich, glaube ich, langfristig geändert werden müsste, und da bin ich gar nicht mal sicher, ob man es ändern kann, ist diese Schamhaftigkeit, die eben Menschlichem anhaftet. Sondern wie treibt man das Menschen aus? Vielleicht geht es gar nicht, aber deswegen finde ich es auch wahnsinnig wichtig, dass da eben, und wenn sich auch alle so vorkommen, als würden sie sich den Mund fusselig reden, dass permanent und ständig darüber gesprochen wird. Und ich finde es toll, dass du das gerade erzählt hast mit der Frau von Robert Enke, weil ich weiß noch, wie wahnsinnig sauer ich in dem Moment war, als ich sie da sitzen gesehen habe. Das war ein absolutes Häufchen Elend, vielleicht sediert, wie auch immer. Ne? Also ich könnte alles verstehen und ich dachte in dem Moment, verdammte Axt nochmal, wieso muss die arme Frau denn jetzt in der Situation darüber sprechen, dass das ihre eigene Entscheidung war, finde ich dann wieder wahnsinnig gut und richtig, weil das, ich meine, wie gesagt, diese Menschlichkeit in dem Moment zu zeigen, ist ein großer Schritt. So, ja. Ja, aber wenn wir jetzt zurückdenken, also meine Eltern haben mir das erzählt, ich war da noch nicht geboren, in den 60er Jahren hatten die, da gebe ich dir völlig recht, Nikolas, diesen menschlichen Charme, keine Schwäche, keine Traurigkeit zu zeigen, bezog sich zum Beispiel auch auf Brustkrebs bei Frauen. Also eine Frau ohne Brust ist nichts mehr wert. Und ich glaube, da hat sich ja da auch sehr viel geändert. Ne? Also Frauen sind sogar in die Öffentlichkeit gegangen und haben ihre Brustnarben gezeigt und sowas. Und wenn wir das als Beispiel nehmen, wie viele Jahre das gedauert hat, bis das etwas selbstverständlicher wird, dass auch diese Traurigkeit zu unserem Leben gehört, dann sind wir natürlich bei Depressionen erst am Anfang quasi. Ja? Das ist ja ein Thema bis vor 15, 20 Jahren, vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, da war ja Depressionen in der Volkswahrnehmung Künstler und Schriftsteller, also diese Spinne haben, ja, sozusagen. Ne? Und sonst hat man das ja nicht, weil man ist ja sonst ein starker Handwerker. Und das, ich muss so lachen. Ich muss mich daran erinnern, mein Opa, der mittlerweile verstorben ist, jetzt sehr familiäre Geschichte. Meine Oma hat so eine klassische Altersdepression, also die wirklich häufig auftritt. Und als die Idee in der Familie aufkam, dass meine Großmutter vielleicht mal mit einem Psychologen spricht, war die erste Reaktion von meinem Großvater: Meine Frau ist nicht verrückt. Ja? Wir reden dennoch über Menschen, die durchaus einen Bildungshintergrund haben, weil das ist die erste Reaktion, die da kommt. Ja? Und ich wollte noch gar nicht so negativ reden. Also da ist passiert total viel, aber ich glaube, dass die Schritte, die zu tun sind, da ist noch ganz viel vor uns, was sich verändern kann. Weil du gerade so mit Lösungsansätzen bist. Ich komme ja quasi aus der Ecke der Trauerarbeit und habe grundsätzlich so die These, dass zum Beispiel, um jemanden zu trauern, am Ende eine psychologische Kompetenz ist, eine Anpassungsfrage. Wie schaffe ich es, mich auf eine neue Situation einzustellen? Und das ich gerade vor allen Dingen bei Männern, die sich suizidieren, die jetzt vielleicht nicht immer aus einem depressiven Kontext kommen, häufig starke lebensverändernde Situationen kurz zuvor waren. Job verloren, Frau hat mich verlassen. Und dass die Grundkompetenz, die vielleicht eine pädagogische Frage ist zum Lösungsansatz, ne? Nämlich es können Sachen passieren, die mein Leben verändern. Nur weil meine Firma pleite geht, heißt das nicht, dass die Welt keinen Respekt vor mir hat. Und wie häufig da im Kurzschluss wirklich heftigste Suizide auch als Gewaltakt gegen die Welt durchgeführt werden. Ne? Also ich kenne Robert nicht persönlich, deswegen kann ich dazu wenig sagen, aber es ist schon, wir hatten das so ein bisschen im Vorfeld des heutigen Abends als Gespräch, es ist schon erschreckend, dass es zumeist Männer sind, die so eine öffentlichkeitswirksame Suizide machen. Also ne, wenn man davon liest, dass sich jemand von Zug wirft oder so sich umbringt, dass das möglichst viele Menschen mitbekommen, sind das fast immer Männer, muss man sagen. Also ohne jetzt die Gender. Sind es eben mehrheitlich, was Suizid betrifft, nur immer noch deutlich in der Mehrzahl. Und das ist was ich erschreckenderweise auch in meiner Arbeit feststelle, ne? Dass wenn, also ohne jetzt Klischees rauszuholen,
Der klassische Frauensuizid ist, da finde ich, ein Brief, wo genau vorbereitet ist, der Schlüssel muss in der Arbeit abgegeben werden, kümmert sich bitte jemand um meinen Vogel. Und der Männersuizid ist häufig der, der dann auch noch ein Kommunikationsakt an die Welt ist. Ne? Also ich weiß nicht, wir haben ja einen Gast, der quasi von dann nochmal die größere Koryphäe ist. Soweit ich das mit meinem Halbwissen weiß, hat quasi jeder Suizident auch eine Auffindfantasie. Und da ist dieser letzte Akt schon auch nochmal, also ne, ich weiß nicht, inwiefern es da Aufzeichnungen bei Robert gibt, aber so eine Entscheidung, vor einen Zug zu springen und Menschen mit auch ins Verderben zu reißen mit diesem Gewaltakt, dann ist es nicht nur eine Gewalt gegen mich, sondern auch gegen die Welt. Eine Wut auf die Welt, das will man ausdrücken. Bei Robert war es offenbar anders, der hat keinen anderen Ausweg geschafft, sich zu töten. Also der ist ja den ganzen Tag rumgefahren und ohne jetzt in die Details zu gehen, hat er auch versucht, auf andere Art sich umzubringen und hat es einfach nicht geschafft, weil er da selber viel mehr hätte Hand anlegen müssen. Und dann blieb der letzte Ausweg sozusagen, es einem anderen tun zu lassen. Ne? Aber was du hast mir erzählt oder hast uns erzählt vorhin, dass viele in den Familien das leugnen, die zu dir kommen und sie wollen ihren Mann oder ihren Sohn oder ihren Vater bestatten lassen und leugnen den Suizid. Was machst du dann als Bestatter? Lässt du die in diesem Leugnen oder ist es dann auch deine Aufgabe, denen klarzumachen, das ist kein Verbrechen, das ist keine Peinlichkeit, sondern das gehört zum Leben dazu? Es ist ein ganz schwieriges Feld, muss ich sagen, in dem ich mich da bewege. Also ich kann quasi zwei Fälle, in denen ich mich dafür entschieden habe, Leute zu belassen, wo sie sind mit ihrer Meinung. Das eine war ein älterer Herr, lass ihn über 70 gewesen sein, hört ihr mich? Könnt ihr mich? Der zu DDR-Zeiten, was sehr selten war, seine beiden Jungs alleine großgezogen hat. Die Frau ist in den Westen abgehauen. Und einer dieser beiden Jungs hat sich das Leben genommen und er hat sich in die Position zurückgezogen, mein Sohn hat einen Autounfall gehabt, weil für den kam alles zusammen. Ich, der zu DDR-Zeiten jemanden großgezogen hat, habe versagt, das ist quasi die große Überschrift gewesen und was denken alle anderen Leute darüber? Und der zweite Fall, den hatte ich gerade ganz aktuell, da hat sich ein junger Moslem das Leben genommen, was quasi in der Familie nicht hätte kommuniziert werden können, weil da wirklich überhaupt kein Verständnis für ist. Ich kann immer nur Wege aufzeichnen in der Arbeit der Trauerbegleitung. Es ist ein bisschen wie beim Psychologen. Ich kann nur Fragen stellen. Die Antworten müssen die Menschen vor mir geben. Und das ist was, was ich auch meinen Mitarbeitern mitgebe. Ich kann nicht zu jemandem gehen und sagen, Entschuldigung, er hat sich das Leben genommen. Aber was ich machen kann, ist, in Gesprächen versuchen herauszufinden, worauf sich die Ängste beziehen. Ne, bei der muslimischen Familie war das ganz klar, weil es da einfach die erste Generation der Migranten kam, die nach Deutschland gekommen sind, für die der Suizid einfach nicht existent ist. Das ist für die ein Sakrileg. Und das Zweite war dieser Papa. Ich habe den verstanden. Ja, das war sein Lebenswerk, diese beiden Jungs großzuziehen. Und er hat so viel Versagen da reingelegt, dass das, glaube ich, nicht meine Aufgabe gewesen wäre, den in diesem Glauben kaputt zu machen. Ja? Und manchmal gibt es auch Hilfskonstrukte, gerade im Rahmen von Suiziden, wo Erklärmodelle, und das ist was, weswegen ich, als ich angefangen habe, Bestatter zu werden, dachte ich immer, mein größtes Problem werde ich damit haben, wenn ich Kinder begleite, die verstorben sind. Pustekuchen. Suizide sind für mich aktuell wirklich immer das Schwierigste, weil ich ganz viel, also jetzt auf persönlicher Ebene, ganz schnell zu Wut komme. Ja, um euch im Extremfall zu erzählen. Ein Papa sitzt am Abendbrottisch mit seinen Kindern und seiner Frau. Es war in Berlin, Plattenbau, kennt ihr aus Leipzig auch. Ohne was zu sagen, steht der Mann auf, geht ans Fenster und springt raus. Vor seinen Kindern, vor seiner Frau. Ich glaube bis heute, dass es sowas wie ein Grundrecht gibt, wenn jemand nicht mehr leben möchte, darf der, glaube ich, also das ist meine persönliche Meinung, diese Entscheidung für sich treffen. Ob das jetzt immer bei einer Depression die Frage ist, ist eine andere. Womit ich zu tun habe und wo ich vor allen Dingen auch in meiner Arbeit mit zu tun habe, ist das, was das an Wirkung hinterlässt. Ja? Wie viel Schuldgefühle aufkommen dadurch, dass jemand so einen Gewaltakt
ausgeübt hat. Und da drehe ich mich immer wieder im Kreis und frage mich, wie ich so eine Spiralen auflösen kann. Ich hatte diesen Frühjahr einen Papa, der hat sich, während seine beiden Töchter in den Ferien waren, hat er sich erhängt. Und die Töchter sitzen natürlich da und sagen, Papa hat sich erhängt, weil ich nicht da war. Dass die Logik genau andersrum ist. Ne? Ja. Der hat das gemacht, weil ihr gerade mal weg wart. Das kommt bei denen nicht an. Und ich fühle mich, weißt du, wenn Menschen ihre Kinder verlieren, habe ich das Gefühl, dass ich Instrumente in der Tasche habe, wie ich denen helfen kann. Bei Familien, die mit einem Suizid zu tun haben, fühle ich mich häufig in meiner Arbeit auch ehrlich hilflos, weil ich nicht die Antwort parat habe, weil ich diese unglaubliche Bandbreite von Gefühlen, wie häufig da auch Wut hochkommt. Ich weiß nicht, wie das bei Roberts Frau war, ne? Also Wut auf diesen Menschen, der das gemacht hat. Und ich das nachvollziehen kann.